Es ist Montag und damit ein neuer Weekly-Vlog und es regnet. Es ist nass. Endlich. Die Natur freut sich. Es musste jetzt unbedingt mal anfangen mit Regnen. Es ist Samstag. Michael hat den Weekly-Vlog für diese Woche schon fertig. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das eigentlich einfach als Nachtrag in der neuen Woche landet. Ich wollte eigentlich, da ich eben mit meiner Mutter bei Rewe kurz war zum Einkaufen. Die hatten diese Woche dieses von Rewe to go oder wie das war, dieses diese vegane Sushi-Mix-Platte, diese kleine im Angebot. Die habe ich aber nicht gefunden, aber wir haben dort so eine Eat-Happy-Theke. Und habe ich mal geguckt, was es da so gibt und dann habe ich das hier gefunden. Und dann habe ich das noch entdeckt und dann dachte ich, also das bisschen Ingwer reicht ja mir nicht, also habe ich dann noch das mitgenommen. Ja, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Sushi. Ich habe keine Ahnung, ob man das sieht, aber da oben ist ein gigantischer Wespenschwarm. Da ich viel zu wenig für den Weekly Vlog diese Woche habe, muss ich festhalten, es ist Dienstag und es hat schon wieder Nagellack gekauft. Nur fünf bis jetzt. Da steht ein Fischreiher an der Fischtreppe, der traut sich was. Aber ich glaube, die Fischtreppe ist eh nicht so aktuell als Fischtreppe in Benutzung. Dafür da, dass man da hochkommt. Cool. Sowohl als auch, sowohl hoch aber als da auch runter. Weiß ich nicht, wie man da hochkommen soll. Ja, normalerweise fehlt da eine Öffnung. Kuckuck, Vogel. Der lässt sich aber auch nicht beeindrucken. Wieder Videos für die Freundin gedreht. Die brauchte mal wieder was Neues für ihren Kanal. Deswegen habe ich das jetzt noch schnell gemacht. Es ist übrigens, lasst mich nicht lügen, es ist Mittwoch heute. Heute ist Mittwoch. Hallo Freundin. Kuckuck. Was? Unser Tag. Heute ist Donnerstag. Ja. Wir waren gerade noch einkaufen. Guckst du in die Kamera? Nein, gucke ich nicht. Ich gucke immer in die Kamera. Wir waren gerade noch einkaufen, wir haben was voll Cooles entdeckt. Warte. Balla. Also hast du nicht gesagt, ich soll noch erzählen, dass das Sushi lecker war? Ja, genau, solltest du eigentlich auch erzählen. Ich hatte da noch irgendwas übrig, weshalb ich mir gestern nochmal Sushi geholt habe. Raketentaschentücher. Yay. Juhu. Und wir machen uns jetzt was zu essen. Es ist sehr warm. Unser Dozent hatte auch nicht so viel Bock, der hat heute auch ein bisschen früher Schluss gemacht. 2 Stunden früher. Ja, also eine Veranstaltung früher. Die nächste Chaoswoche ist vorbei und es klingelt schon wieder. Das war jetzt nur die Post, mal wieder. Es ist Samstagvormittag, ich war mal wieder spenden und setze mich jetzt gleich darüber, schneide diesen Weekly Vlog fertig und ich muss erstmal schauen, ob ich überhaupt genug Material habe. Weil es ist nicht wirklich so viel passiert diese Woche. Aber wie immer, dranbleiben und fleißig kommentieren. Und ab nächsten Monat gibt es auch dieses lustige 9-Euro-Ticket, das teste ich auf jeden Fall auch mal und da kommen jede Menge Videos.